Im Jahre 1515 kam ein Rhinoceros als Geschenk des indischen Sultans an den portugiesischen Hof nach Lissabon. Mehrere Monate wurde es dort in einer Menagerie ausgestellt. Dann beschloss Manuel I., das mit Franzen geschmückte Nashorn dem Papst zu schenken. Doch auf der Überfahrt nach Rom geriet das Schiff mit der wertvollen Fracht in einen Sturm und sank. Mit Ketten an das Deck gefesselt, ertrank das Nashorn an der Küste vor La Spezia. Zwei nach